Was geht, Corey hier. Willkommen bei Einfach Bibellesen, die Serie, wo ich einfach die Bibel lese und euch zeige, wie man einfach die Bibel liest, indem ich einfach die Bibel lese. Ich hoffe, das macht Sinn. Wir haben bis jetzt Markus Kapitel 8, 1 bis 26 gelesen und werden heute 27 bis 30 und mal sehen, was die Zeit sagt, noch weiterlesen. Ich habe hier ein Wärmekissen, weil mir kalt ist. Weiß nicht, warum ich das gesagt habe, aber jetzt wisst ihr es. Und ja, fangen wir einfach an, starten wir. Gehen wir rein. Das sieht nicht richtig aus. Das sieht richtiger aus. So, Blinden hatten wir gerade. Vers 27. Hey, falls ihr keinen Stift da habt, holt euch einen Stift, ein Papier und schreibt euch die Sachen auf. Es macht keinen Sinn, nur zu gucken. Ohne selber. Ich mache das nur, damit ihr wisst, wie man die Bibel liest. Oder herausfindet, wie man die Bibel lesen könnte. Ich bin ja nicht allwissend. Ich bin nicht der beste Bibelleser und ich bin auch nicht der beste Prediger oder der beste irgendwas. Deshalb nimmt das Beste raus und verwerft das Schlechte. Vers 27. Jesus und seine Jünger verließen Galiläa und zogen hinauf in die Dörfer von Caesarea Philippi. Unterwegs fragte er sie: Für wen halten mich die Leute? Einige halten dich für Johannes den Täufer, erwiderten sie. Wir wissen, Johannes der Täufer ist der, der geköpft wurde. Andere für Elia. Elia, ein Prophet aus dem Alten Testament. Und wieder andere sagen, du bist einer der anderen Propheten. Da fragte Jesus, und für wen haltet ihr mich? Petrus antwortete, du bist der Christus. Doch Jesus befahl ihnen, niemanden von ihm zu erzählen. Krasses Ding. Er ist der Christus. Wer ist Christus? Bis jetzt haben wir noch nichts über einen Christus gelesen, weil, falls ihr es nicht wusstet, Jesus heißt mit Nachnamen nicht Christus. Bleiben wir ein bisschen ernster. Jesus heißt mit Nachnamen nicht Christus. Also, wer ist dieser Christus? Wir fassen gerne nochmal zusammen, was passiert ist. Nicht viel. Einfach nur, dass Jesus gefragt hat, wer denken die anderen Menschen, der ich bin? Und für wen haltet ihr mich? Die anderen, die sind sich alle nicht sicher. Ist ja auch, weiß man ja nicht. So, hey, entweder ist es Johannes der Täufer oder, also ich meine, es ist ja nicht so, dass man, ich glaube, der Grund dafür ist, es ist ja nicht so, dass Social Media da existiert ist oder News oder irgendwie sowas. Das heißt, nicht jeder hat mitbekommen, dass erstens Johannes der Täufer geköpft wurde, zweitens, wie er aussieht und drittens gibt's nicht. Und deshalb, klar, kann man ihn für jemanden halten, von dem man mal gehört hat. Andere hier halten ihn für irgendeinen anderen Propheten, was natürlich rein theoretisch gar keinen Sinn macht. Also muss er schon irgendwie wiedergeboren sein, weil Elia ja schon hunderte Jahre in der Vergangenheit liegt. Und andere wieder für irgendein anderer Prophet, was ja ganz verständlich ist, weil er kommt durch die Welt, er reist durch die Welt und tut gute Dinge, lehrt die Menschen, könnte auch ein Prophet sein. Aber Petrus sagt, nein, wir glauben nicht, dass du Johannes der Täufer bist, weil wir ihn erstens schon gesehen haben. Und wir glauben auch nicht, dass du Elia bist. Wir glauben, dass du der Christus bist. Und jetzt ist die große Frage, was oder wer ist der Christus? Um das herauszufinden, würde ich gerne drei Bibelverse lesen. Okay, das ist mal was anderes. Lesen wir Jesaja, Kapitel 7, Vers 14. Und wir müssen wissen, die Juden damals, die hatten ja die alte Schrift. Das heißt, die hatten Jesaja, die Jesaja-Schriftrollen, die wir rein wissenschaftlich wissen, dass sie vor Jesus gekommen sind. Und da haben die Juden haben dort gelesen, im Jesaja 7, Vers 14, also klar war es nicht so gegliedert, aber sie haben gelesen, deshalb wird der Herr selbst das Zeichen geben. Seht,
Die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einen Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Lesen wir noch eine andere Übersetzung. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Zweiter Bibelvers, den wir lesen, und da heißt es: Jubel laut, du Volk von Zion, freut euch, ihr Bewohner von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und siegreich, und doch ist er demütig und reitet auf einen Esel, Spoiler, ja, auf den Fohlen eines Esels, den Jungen einer Eselin. Und den letzten Vers, den wir lesen, ist wieder in Jesaja 53. Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann, der Schmerzen mit Krankheit vertraut. Jemand, vor dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Dennoch, er nahm unsere Krankheit auf sich und trug unseren Schmerz. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretung zerschlagen. Er wurde bestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder ging seinen eigenen Weg. Doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. Er wurde misshandelt und niedergedrückt und gab keinen Laut von sich, wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird. Und wie ein Schaf vor seinen Scherer verstummt, so machte auch er den Mund nicht auf. Wow. Wow. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass mich das so mitnimmt. Aber ja, das Alte Testament. Jahre vorher, bevor Jesus gekommen ist, bevor der Retter gekommen ist, sprach es von einem Menschen, der kommen wird. Von jemandem, der kommen wird. Und darauf warten die Juden. Mehr oder weniger. Ich habe auch schon anderes gelesen, aber mehr oder weniger wussten sie, vielleicht warten sie nicht drauf, aber sie wussten, dass jemand kommt. Ein König, wie wir gelesen haben in Sacharja. Sieht Jesus aus wie ein König? Nein. Aber das Problem ist, es hat alles natürlich noch eine tiefere Bedeutung. Wir wissen, was mit Jesus passiert ist. Oder was Jesus, fangen wir von Anfang an, was Jesus, wie er zur Welt gekommen ist. Er ist von einer Jungfrau zur Welt gekommen. Was wissen wir, was später auch noch passieren wird? Er wird geschlagen, ausgepeitscht und so weiter und so fort. Und davor wird er auf einen Esel nach Jerusalem reiten. Also all diese Prophezeiungen, die hunderte Jahre schon vorher passieren, geschrieben wurden, die passieren zurzeit. Und es sind noch viel, viel mehr Prophetien, die gerade passieren. Und das Ding ist, das alles passiert gerade. Und deshalb wissen die Jünger, hey, das ist der, auf den wir warten. Der Messias, auf den wir warten. Aber, obwohl die Pharisäer das auch gelesen haben, hatten sie ein anderes Bild von Jesus, von dem Messias, der kommen wird, der Christus, der kommen wird. Aber Gott ist der, der offenbart, und das lesen wir ganz oft. Also wenn du verstehst, dass Jesus der Christus ist und nicht glaubst, dass Jesus mit Nachnamen Christus heißt, dann ist es nicht aus deinem Verständnis. Du weißt es nicht, weil du es logisch 1 und 1 zusammengerechnet hast, obwohl wir glauben, das ist doch voll logisch, hier steht es doch im Jesaja, steht doch, und in Sacharja und nochmal in Jesaja, das steht doch ganz klar, für uns ist das logisch,
Aber genau das, wenn du mit dieser Logik zu jemand anderes gehst, der wird es nicht sehen. Und deshalb ist es von Gott gegeben, diese Erkenntnis ist von Gott gegeben, nur aus dem Grund, weil er gnädig ist und weil wir offene Herzen hatten und haben. Und wir sehen, dass Jesus sagt, okay, gut, dann weiß ich, was ihr glaubt. Ihr glaubt, dass ich der Christus bin, ihr seid richtig, das ist schön. Sagt es niemandem anderes. Okay, die dürfen noch nicht gespoilert werden, sie kriegen das alles dann, wenn ich tot bin. Dann dürfen sie sich nochmal entscheiden, aber danach, ist es zu spät. Und das ist der große Christus-Punkt. Wer ist Jesus? Und wir glauben ja daran, dass Jesus Gott ist. Jesus Gott im Gott Fleisch geworden, auf die Erde gekommen. Und der das Lamm, das für uns stirbt. Und Petrus hat hier die 1+Antwort geliefert. Und ich hoffe, das hat Sinn gemacht. Wir gehen sehr, sehr langsam voran dieses Mal, aber ich möchte alles rausbekommen, was wichtig ist. Und für mich war das wichtig. Und deshalb, falls ich irgendwas ausgelassen habe, falls ich irgendwas falsch gesagt habe, schreibt es mir unten in die Kommentare und wir können es ausdiskutieren oder einfach nur, du kannst mich etwas Besseres belehren, eines Besseren belehren. Das war's für diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, Corey hier, ihr da. Alles klar. Ich habe hier die Markus-Playlist, alle Kapitel, die ich bis jetzt durchgenommen habe. Und auf dieser Seite ist nochmal Jesus ist Gott. Glaubst du es nicht? Dann klick dieses Video.